Nein, ich finde, wir müssen immer bescheiden bleiben und zwei Füße am Boden. Und ich meine, es war eine super Leistung, darauf können wir natürlich stolz sein. Und, aber ich glaube, mehr auch nicht. Ich meine, das darf man auch genießen und das ist alles wunderbar. Und jetzt geht es aber weiter. Weil es stimmt einfach bei uns. Und wir sind bereit, wir sind in einer super Form diese Saison und alles klappt. Und das muss jetzt bis zum Ende, müssen wir das durchziehen. Und ja, dann haben wir eine super Mannschaft und ja, dann müssen wir das schaffen zusammen. Ja, auch da wieder. Ich meine, das ist natürlich diese Saison super. Ich glaube, im Allgemeinen kann man auch sagen, die letzten zwei, drei Jahre, die Bundesliga, die deutsche Mannschaften haben sich richtig gut entwickelt, glaube ich. Und es ist natürlich kein Zufall, dass jetzt zwei deutsche Mannschaften im Finale stehen. Aber da ist es auch wieder. Ich meine, nächstes Jahr oder in zwei Jahren kann alles wieder anders sein. Also deswegen muss man jetzt im Moment muss man das auch ausnutzen und ja, müssen wir die Finale gewinnen. Ja, weil ich glaube, das ist immer ein Spiel auf Augenhöhe und die haben natürlich die letzten zwei Jahre sind die deutsche Meister geworden, die haben wir jetzt zurückgeholt und aber das ist auch eine Top-Mannschaft und die haben es auch verdient, um ins Finale zu stehen. Vielleicht nicht so souverän, wie wir das gemacht haben, aber am Ende haben die es, glaube ich, auch verdient. Ich glaube, die haben natürlich auch viel Qualität vorne drin. Aber ich glaube, was die Mannschaft auszeichnet, ist, dass die ja, wie eine Mannschaft auftreten, eigentlich wie wir das auch machen diese Saison. Und physisch sind die richtig gut, die laufen, die kämpfen und die machen es defensiv eng und im Konter sind die richtig gefährlich mit viel Schnelligkeit und ja, dann auch fußballerische Qualität. Ja, weiß ich nicht, es gibt so viele, ich meine, um da eine auszuwählen, ich meine, man spricht natürlich immer über Ronaldo, über Messi, aber ich glaube, jetzt sind zwei deutsche Mannschaften im Finale und ich glaube, beide Mannschaften haben schon auch viele Spieler, die auch oben dabei sind. Aber ich glaube, am Ende zählt auch nur den Erfolg der Mannschaft und deswegen sind wir, glaube ich, diese Saison so stark, weil wir miteinander und füreinander auf dem Platz stehen. Ja, ich glaube schon, der Halbfinale. Wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die eigentlich die letzten 5, 6 Jahre in Europa auch dominiert hat und wovon alle eigentlich immer reden, wenn man die dann so schlägt, auf so eine Weise, das ist dann natürlich schon überragend. Ja, das ist die Krönung. Und wenn wir diese Titel gewinnen, dann, ja, dann ist es natürlich ein dann kann es nicht besser. Das ist eine super Saison und deswegen sind wir alle heiß. Wir sind alle fokussiert auf das Finale und ja, nichts kann uns mehr stoppen.